Gut, so langsam werden ja auch die ganzen Relativierer leiser, ja, die gesagt haben, ach, diese Kritik an Trump, das ist dieser typisch deutsche Anti-Amerikanismus. Lass den doch erstmal machen. Der Trump, der wächst ins Amt rein. Der Mann ist 70, der schrumpft. Die Menschen, die Wähler wollten keinen von da oben und haben einen Milliardär ins Weiße Haus gewählt, der da jetzt mehr Interessenkonflikte hat als mein Sohn im Spielzeugladen. Das muss ich mal vorstellen. Schauen Sie, ja, das ist doch Irrsinn. Wie soll ich da Kabarett machen? Ja. Ich meine, schauen Sie sich mal allein sein Team an, diese Avengers des Grauens, die er um sich geschart hat. Ja? Ein Ultrarechter ist ein direkter Berater. Sein Verteidigungsminister hört auf den Spitznamen Mad Dog. Da wäre ich gerne beim ersten Treffen mit der von der Leyen wäre ich gern dabei gewesen. Ja, wo sie sagt, hey, I'm crazy Uschi, Mad Dog. Hey, ich wirklich, ja, hey, we are so crazy, we have Gewehre, set schieß ums Eck. Also das muss ich. Ja? Sein Gesundheitsminister hasst Krankenversicherung. Sein Umweltminister ist ein Klimawandelskeptiker. Da fehlt ja nur noch Bill Cosby als Frauenbeauftragter. Und die große Frage, wenn Sie mich fragen. Ja. Und die Frage ist doch, ja, wie konnte Trump so weit kommen? Und sein Parteikollege Paul Ryan, der hat's gesagt. Er hat gesagt, Trump hat Stimmen gehört, die sonst keiner gehört hat. Wenn früher einer Stimmen gehört hat, ist er auch in ein weißes Haus gekommen. Das hatte aber eine andere Adresse. Ja? Und so ist es jetzt in den USA, haben sich die Kälber nicht nur den Metzger gewählt, sondern auch den Betreiber der Burgerbude und des Lederladens. Ja? Und Trumps cleverster Trick, haben wir gerade jetzt gesehen, ja, ist ja, der ist die ganze Zeit so drüber, der Trump, wenn der mal eine Rede hält, in der er nicht ausfallend wird, sagen alle, guck mal, ist fast präsidial. Ja, das ist wie im Zoo bei der Affe, wo sie, wenn die sich gerade nicht mit Scheiße bewerfen, sagst du auch, Mensch, die sind ja fast menschlich. So ist das. Ja. Fast wie wir. Ja. Aber, und das will ich auch ganz klar deutlich sagen, wir sollten hier nicht arrogant über den Teich gucken, weil auch hier in Europa wittern ja dank Trump alle Rechtsaußen Morgenluft. Wilders, Le Pen, FPÖ. Und auch hierzulande, das haben Sie vielleicht noch gar nicht mitbekommen, da wird schon an einem Lehrbuch geschrieben, wie man dieses Trump-Prinzip nach Deutschland übertragen kann. Kann man jetzt schon online bestellen. Das heißt Amerikanisierung für Dummies, abgekürzt AfD. Ja, und ja, und bei denen bin ich ja manchmal unsicher, sollte ich die auf der Bühne hier überhaupt erwähnen? Das ist ja die große Frage. Soll man die thematisieren? Weil das wollen die doch. Stand auf meinem internen Papier, harte Thesen raushauen. Ja, bei der AfD, die wusste, harte Thesen raushauen, dann wird über uns gesprochen. Und wenn ich die jetzt hier satirisch rund mache, springe ich dann nicht genau über das Stöckchen, was die mir hinhalten. Vielleicht sollte man es machen wie bei Harry Potter und nur sagen, die Partei, deren Namen nicht genannt werden sollte. Und die AfD hat jetzt ja auch Probleme. Ja, also haben Sie mitbekommen, seit Höcke diesen verbalen Brechdurchfall gehabt hat, verlieren die ja bei Umfragen an Boden und die Parteispenden sind eingebrochen. Habe ich mich immer gefragt, wer spendet denen? Und so eine Spende an die AfD, ist das dann Braunkohle? Ja, lachen Sie nicht, wir sollten uns alle mäßigen. Ich nehme das ja an. Seit Trumps Wahl, wissen wir es ja, wurde es ja auch gesagt, man soll auch Menschen mit diesen Meinungen ernst nehmen. Ja, sonst treibt man die den Populisten erst recht in die Arme. Mir fällt das ein bisschen schwer, muss ich Ihnen sagen. Ich kann doch nicht, wenn einer Scheiße erzählt, sagen, hier, guter Punkt, nur damit er nicht rechts wählt. Man ruft ja auch keinem Geisterfahrer zu, interessante Richtung. Ja, also, mal ehrlich, oder? Ja. Und was mich tatsächlich aber ja noch mehr erschreckt als die AfD, ist, dass selbst die selbsternannten Parteien der Mitte mittlerweile ja im Wettrennen mit der AfD bräunliche Thesen abdecken. Ja, allen voran die CSU. Bei Seehofer hat man es ja am politischen Aschermittwoch, hat man es deutlich gemerkt, der hat die Trump-App schon installiert. In der Weißbär-Version, Bayern zuerst. Ja, das ist dieses Teamwork in der CDU-CSU. Wenn die Merkel an den Stammtischen an Zustimmung verliert, Seehofer holt es wieder raus. Horst Seehofer ist wie so ein Gummipümpel, der den Rest vom Haufen mit nach oben zieht. Schöne Metapher, wie ich finde. Ja. 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 Aber vielleicht, meine Damen und Herren, vielleicht ändert sich ja hoffentlich bald alles. Weil wir sehen ja einen leicht rötlichen Schimmer am Horizont. Martin Schulz. Der Luke Skywalker der Sozialdemokratie.
wartet, dass ihnen das Lichtschwert überreicht wird. Ich meine, ich frage mich immer, was ist mit einer Partei los, wo Martin Schulz Hoffnungsträger ist? Besser drückt sich personelle Noten noch nicht aus. Ich meine, das müssen wir sich mal vorstellen. Ja, als ob die SPD mit dem jetzt nach links rückt. Der Mann ist Schröderianer. Die Agenda 2010 findet er O-Ton im Grunde richtig. Und die ganzen Änderungen, die der jetzt vorschlägt, wenn Sie mich fragen, sind das Kinderpflaster für Schusswunden. Ja? Und selbst mit solchen Kleinigkeiten hat es der Schulz geschafft, dass wirtschaftsnahe Institute ganzseitige Anzeigen schalten. Ja, Urban hat es ja schon erzählt, es sind wirklich ganzseitige Anzeigen. Und die wollen da hier, der Schulz will gegen die Agenda. Ja, und die wissen gar nicht, dass sie der SPD im Prinzip helfen. Weil so kann die SPD die Legende aufrechterhalten, sie würden wieder Politik für die kleinen Leute machen. Ja, ja, gegen die da oben. Weil das ist ja das Einzige, was die SPD seit Jahren am Leben hält. Die SPD ist wie so ein Siechermann, der seit Jahren durchs Land zieht und wie eine Monstranz der Daseinsberechtigung so Dinge vor sich herdreht wie den Mindestlohn. Schaut her! Wir haben ihn durchgesetzt. Sie wissen, dieser viel zu spät gekommene, viel zu niedrige Mindestlohn. Wir haben ihn durchgesetzt gegen die Widerstände aus Industrie und Wirtschaft. Und das stimmt. Wer sich erinnern mag, damals, als der Mindestlohn angekündigt wurde, Industrie und Wirtschaft haben direkt dagegen argumentiert. Ruhig und sachlich, wie man das aus Industrie und Wirtschaft kennt. Haben sie gesagt, oh Gott, wenn der Mindestlohn kommt, wird das Land öd und leer und die Toten kehren auf die Erde zurück und fangen an zu schaffen. Haben sie gesagt. Ja, und man sieht und hört deutlich, Politik wird lauter. Die Trompeten blasen auch bei uns zum Halali auf den Wähler und der Wähler ist eh schon total überfordert und flüchtet sich über Fake News in Verschwörungstheorien. Viele haben ja schon den Glauben an die Medien aufgegeben, an die Medien, ja, und rufen Lügenpresse. Ich finde, das ist irgendwie dieses pauschale Lügenpresse. Ja, ich nicht, dass Sie mich missverstehen. Es läuft in den Medien schon hin und wieder sehr oft, häufig, Dinge laufen schief manchmal. Ja, es gibt tendenziöse Berichterstattung, es gibt Falschmeldungen, aber nicht immer und überall und pauschal. Und gerade an so Sensationen und Falschmeldungen sind wir als Konsumenten von Nachrichten doch auch teilweise selber schuld. Ja, wir sind doch süchtig nach News auf dem Smartphone. Ich lese doch vielen von Ihnen an. Gerade hier vorne. Ja? Ja, viele sitzen so, oh, wie lange geht's noch? Ich muss wieder drauf gucken. Wie lange babbelt der noch? Ich muss raus. Ja, wo man so diese Phantomvibrationen irgendwann in der Tasche spürt. Oh, da kam was. Da hat was gepusht. Ich muss gucken. Ach, es war nur ein Pokémon. Also läuft's doch, ja? Ich nehme mich doch da nicht aus. Ich bin doch genauso. Ja. Und ich möchte aber meine Gelegenheit hier auf der Bühne nutzen, eine Verschwörungstheorie heute Abend, die im Internet kursiert, zu entkräften. Ich kann das, weil ich habe vor etlichen Jahren mal ein Praktikum beim ZDF gemacht. Ich bin Mainzer, wir müssen, das ist wie Wehrdienst. Da wirst du eingezogen, ja, und da wirst du, die haben keine Gnade. Keine Gnade. Du musst, ja, und wie auch immer, also im allgemeinen Misstrauen den Mainstream-Medien gegenüber, gibt es ein paar Menschen im Internet, die glauben, Gundula Gause und Klaus Kleber, das können keine echten Namen sein. Das sind Künstlernamen. Ich meine, es klingt auch irgendwie, Gundula Gause und Klaus Kleber klingt komisch, aber ich kann heute Abend das aufklären. Gundula Gause heißt wirklich so. Klaus Kleber nicht, der heißt Peter Patex. Aber das, nein, echt. Aber das durften die nicht, weil das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, das ist Werbung. Dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Patex ist Schleichwerbung. Du heißt jetzt Kleber, das ist neutral. Ja, jetzt brauchen wir noch eine Alliteration, sowas wie Peter Patex. Wie könnte Kleber heißen? Kurt, Karl, komm, mach Klaus. Klaus Kleber mit C sieht interessant aus. Sie gucken so ein bisschen ungläubig hier teilweise. Nein? Ganz im Ernst, das stimmt. Schauen Sie nach im Internet. Steht auf Wikipedia. Weil da habe ich es reingeschrieben. Ja. Dankeschön!